So Leute, herzlich willkommen zu einem anderen Video mal. Und zwar, wie ihr es wahrscheinlich im Titel lesen könnt, ich zeige euch heute mal mein Turnierdeck von Yu-Gi-Oh! Denn ich spiele jetzt wieder aktuell. Natürlich, ihr kennt das ja, als ich diese Yu-Gi-Oh! Online Season gemacht habe, 1 und 2, habe ich ja aktiv Yu-Gi-Oh! Gespielt, halt online nur. Und jetzt spiele ich halt, weil ein Laden hier in der Nähe bei mir Turniere macht, spiele ich jetzt offiziell auch endlich. Und ja, in diesem Video wollte ich jetzt euch mal mein aktuelles Turnierdeck, mit dem ich relativ oft auf den Turnieren spiele. Erfolgreich ist es hier und da. Es kommt halt immer eine große Überraschung, weil es kommt sehr unerwartet. Das heißt, das erste Match gewinne ich meistens, weil der Gegner nicht darauf vorbereitet ist. Ja, deswegen zeige ich euch erstmal ein bisschen was da früh. Zeige ich euch mal und erkläre euch halt ein bisschen, wie das so ablaufen wird. So, jetzt fangen wir mal an, was hier drin ist. Mein aktuelles Turnierdeck. Und ja. So, das ist es einmal. Auf jeden Fall finde ich die Verpackung richtig genial. Hier ist ja wieder mal von Hatsune Miku, wer sie jetzt nicht kennt. Also, ist ganz lustig, dass es so welche Deckboxen gibt. Ja. So, das hier ist mein Salz, das ist mein Extra-Deck und das hier wäre dann halt mein Turnierdeck. So, und die Karten hier danach sind jetzt eher unwichtig. Kommen wir jetzt mal zum Turnierdeck. Also, so müsste man jetzt ungefähr sehen. So, ich spiele ein Pendeldeck. Im Grunde ist es ein Magier buntäugig mit ermächtigten Karten. Ermächtigte Krieger halt. So in dem Bereich, also es ist so eine Art Mischmasch, wie es der Ultra-Experte sagen würde. Und halt nicht zu empfehlen. Ja, das ist so eine Sache. So, auf jeden Fall, ich spiele zweimal den Drachengrubenmagier. Ja, ist halt für den Panel-Effekt, es hat ja 8. Und ja, sein Panel-Effekt ist richtig genial, wenn er nämlich einen anderen Magier in der Panelzone ist, brauche ich nur ein Panel-Monster ablegen und dann darf ich eine Zauber- oder eine Fallenkarte vernichten. Das ist richtig nice und vernichtet dann halt entweder Panelkarten vom Gegner oder... So, leider mag mich die Kamera nicht und deswegen halt geht es einfach mal mitten in der Aufnahme auf. Ja, jedenfalls zwei Drachengrubenmagier kommen halt relativ häufig, halt weil ich sie brauche. So, dann habe ich noch zwei Drachenpulsmagier. Ja, halt das genaue Gegenstück, halt Pendelsgate 1. Und ja, sein Effekt ist halt, wenn ein anderer Magier ist, kann ich ebenfalls ein Pendelmonster von der Hand wegfegen. Und dann darf ich dadurch ein offenes Monster auf dem Spielfeld wählen und es halt zerstören. Das ist total praktisch. Halt bringt nur nichts, wenn der Gegner zum Beispiel auch Pendelmonster hat, wie Kirin und so. Das bringt hier überhaupt nichts. Würde nur was bringen, wenn ich in OTK machen würde. Halt ja. Zweimal, sonst spiele ich ihn aber auch so ganz gerne, weil er 1,8 hat. 4 Sterne, ganz gut für eine Xyz-Beschwörung oder halt für eine Fusion. Ja, dann habe ich jeweils einen Zeitdeutenden und einen Sterndeutenden Magier. Ja, die sind eigentlich relativ beschissen in dem Deck. Deswegen würde ich diese hier ziemlich gerne ersetzen durch einen Drachenpulsmagier und einen Drachengrubenmagier. Ich muss mal gucken, ob irgendjemand diese Karten mal tauscht. Beziehungsweise hat, weil in dem Laden, wo ich habe, besitzen die Leute die nicht so wirklich. Die besitzen andere wertvolle Karten und suchen dem Sinn auch andere wertvolle Karten. Haben aber dann halt so billige Commons eben nichts. Ja, die beiden hier setzen halt das Dreiergespann aus Pendelsgate 1 und 8. Ihre Effekte sind gar nicht mal so schlecht. In der Damage Step kann halt dann jeweils keine Zauberkarte oder keine Fallenkarte aktiviert werden. Das ist ganz praktisch. Das Blöde ist halt einfach nur, wenn man keinen anderen Magier hat, dann ist ihr Pendel Scale auf 4 sofort. Und das ist halt ultra beschissen. Ja, aber
wenn ich halt schon einen Magier habe, dann suche ich diesen hier meistens raus. Mit welchen Karten werde ich hier gleich noch sehen. Ja, deswegen kann ich mein Deck dann verkleinern. Wenn die bei mir einzeln auf die Hand kommen oder überhaupt sofort auf die Startbahn kommen, das ist halt meistens relativ blöd, wenn ich die habe. Weil sie halt nicht so geil sind. Ne? Ja, dann habe ich noch einen Cyanke Magier. Cyanke Magier hat eigentlich nur den genialen Effekt. Ja gut, er hat 2,5, 7 Sterne. Sein normaler Effekt ist relativ, ja, man kann Lichtmonster auf dem Spielfeld wählen und halt seinen Effekt annullieren. Für den Rest des Spielzugs, das ist ganz in Ordnung. Benutze ich nie. Aber sein Panel-Effekt ist ganz praktisch. Denn er kann nämlich einfach sagen, komm, ich habe ein Xyz-Monster, dann ist dein Rang einfach deine Stufe. Das ist total praktisch, wenn man ein gewisses Monster namens Rotäugige Rebellionsdrache spielen möchte. Dann kriegt er nämlich seinen geilen Effekt dazu. Das ist dann total genial, weil sonst kann man ja Xyz-Monster nicht wirklich, ja, als Xyz-Beschwörung nochmal spielen. Ja. Aber den buntäugigen Rebellionsdrachen habe ich leider noch nicht in meinem Deck. Den kriege ich höchstwahrscheinlich heute, wenn es klappt. Ja, dann zu einer der wichtigsten Karten in diesem Deck, den Weisheitsaugenmagier. Ja, praktisch total. Denn er hat zwei Effekte. Falls ich entweder einen Magier oder einen Künstlerkumpel hat. In meiner anderen Pendelzone ist, dann kann ich diese Karte einfach zerstören und dann darf ich einfach ein Magier-Pendelmonster von meinem Deck stattdessen in die Pendelzone reintun. Das ist total praktisch, wenn ich entweder den hier habe, dann ja, zerstöre ich den hier einfach und suche mir den hier raus. Je nachdem, welche Pendelmonster ich gerade habe. Deswegen kann ich damit halt mit der Dreierstrategie, was man hier jetzt sieht, kann ich dann super schön meinen Pendelscale sofort von 1 auf 8 machen und kann dann sofort Pendelbeschwörung machen und somit den Gegner relativ hart unter Druck setzen. Außer er hat eine Spiegelkraft oder eine 1 Solemn Strike, dann bin ich auch am Arsch. So, ja, das ist leider mehr online passiert als tatsächlich. So, dann habe ich drei buntäugige Pendeldrache. Ja, der hier ist Glitzer, wie man sieht so. Ja, drei Pendeldrachen. Klar, sein normaler Effekt ist genial, denn der Gegner verliert einfach mal bei Kampfschaden doppelt so viel wie normal. Das ist dann ganz praktisch, wenn ich ihn mit bestimmten Karten, die ich noch in meinem Extra-Deck habe, seine ATK ein bisschen runtersetze und dann greife ich mit ihm an und dann ziehe ich einfach mal so 5000 Schaden. Das ist ganz praktisch. Also bis zu 5000 Schaden oder ich setze noch meine Ausrüstungszauberkarte ein und macht seine Attacke noch höher, dann ist das einfach Game. Das habe ich sehr oft im Turnier gehabt. Das ist total lustig gewesen, dass der Gegner gesagt hat, okay, Game. Hat mir die Hand gegeben und das war es dann schon. Ne? Sein Pendel-Effekt ist aber der Grund, warum ich ihn dreimal habe. Denn ich kann ihn einfach mal am Ende meines Zuges zerstören und darf mir dann einfach ein Monster mit 1,5 aus meinem Deck in die Hand holen. Das ist total praktisch, wenn ich halt wie gesagt den Weisheitsaugenmagier brauche oder halt den Drachengrubenmagier. Am liebsten spiele ich halt den Drachenpuls und den Drachengrubenmagier, weil die halt einfach geiler sind. Aber halt notfalls, um mein Deck zu verkleinern, muss ich dann den sterndeutenden oder den zeitdeutenden Magier benutzen oder raussuchen, damit halt mein Deck ein bisschen kleiner wird. Sind 40 Karten im Übrigen. Ja, deswegen dreimal buntäugiger Pendeldrache. Total genial ist die Karte. So, und jetzt kommen wir zu einer Karte, die total unterschätzt wird. Und zwar Dragoudis, der ermächtigte Krieger. Ich habe es ja gerade erwähnt, ich spiele mit ein bisschen ermächtigten Kriegern. Ja, sein Effekt ist einfach genial. Sobald er zerstört wird, es ist egal, ob er auf dem Friedhof, aufs Extra-Deck oder entfernt dadurch wird. Solange er zerstört wird, darf ich mir am Ende des jeweiligen Zuges, also es ist dann wahrscheinlich des Gegners, oder er hat halt eine Fallenkarte, es ist ja komplett egal, ob es mein oder sein Zug ist, Hauptsache es wird durch eine Karte von ihm vernichtet, dann darf ich mir einfach einen Krieger oder einen Hexer mit 2000 ATK oder weniger vom Deck in die Hand holen. Ist total praktisch, wenn ich mir entweder einen fehlenden Magier suchen muss oder halt noch eine Karte, die hier drin ist, die ich euch gleich zeige. So kann ich dann mein Spiel komplett optimal aufbauen. Dreimal halt im Deck, weil
ich brauche den unbedingt in der Starthand, weil mein Gegner muss den zerstören, weil dann sonst funktioniert meine Strategie nicht so ganz wirklich. Deswegen dreimal ist der Tulla genial. In der Pendelzone tue ich ihn eigentlich nie. Nö, brauche ich meistens nicht. Ja, dann zum buntäugigen Säbelzahndrache. Ja, hat auch eine Scale von 7, hat 2,8. Aber sein Effekt ist genial, denn wenn er ein Monster zerstört, darf ich automatisch noch eins zerstören. Und ja, das ist total genial. Sein Beschwörungseffekt ist so ein Naja. Ich rufe ihn meistens nur durch die Pendel Scale 1 und 8 halt, um ihn so zu rufen oder ihn halt so rauszusuchen. Ja, weil sein Effekt ist einfach zu blöd, dass ich ein Lichtmonster erst als Tribut ansetzen muss und dann ein Pendeldrachen, buntäugigen Drachen halt vom von der Hand auf den Friedhof legen muss, um ihn hier zu rufen. Nee, da habe ich echt keine Lust drauf, das zu spielen. Und ja, er sieht ein bisschen lediert aus, das ist halt vom Vorbesitzer. Aber halt, die Karte ist richtig genial und die hat mir im Turnier richtig weitergeholfen. Da habe ich einen sofort UDK gemacht, weil ich dadurch eine wichtige Karte vernichtet habe, die halt stärker war. Der ist halt ganz praktisch, wenn mein Gegner halt mit 3000er oder mehr ATK-Monster spielt, dann zerstöre ich einfach das stärkste Monster mit seinem Effekt und das schwächste halt in dem Angriff. Ja, Tölperdrachenmagier spiele ich eigentlich nur, wenn ich nichts scalen habe. Und so ist er mit seinen 2-1-Attacken relativ cool. Ja, sein Effekt ist auch nicht so schlecht. Halt, sein Panel-Effekt ist einfach, wenn ich einen anderen Magier habe, dann kann ich ein offenes Magier oder buntäugig Panel-Monster von meinem Extra-Deck in die Hand hinzufügen. Und wenn er halt normal oder speziell beschworen wird, dann darf ich entweder ein Magier-Panel-Monster oder ein buntäugig Monster in meinem Friedhof wählen, halt außer ihn, und darf es dann halt der Hand zufügen. Seinen Effekt darf ich natürlich nur einmal pro Spielzeug aktivieren. Ja, und halt, ich darf ihn nicht selber raussuchen, das wäre dann ein bisschen zu unfair. Ja, dann blauer Drachenbeschwörer. Ich hoffe, man sieht das auch so ganz gut auf der Kamera. Deswegen tut es mir leid, wenn das ein bisschen so ist. Aber ich sehe das jetzt von der Kamera aus, dass das eigentlich der Abstand ganz in Ordnung ist. Ja, blauer Drachenbeschwörer ist ganz praktisch, wenn man halt ein normales Monster. Also wenn er auf den Friedhof geht, er muss nicht unbedingt zerstört werden, das ist ganz praktisch. Er muss nur auf den Friedhof gelangen, das heißt, er kann auch durch meine eigenen Karten zerstört werden. Darf ich mir einfach ein normales Monster vom Typ Drache, Krieger oder Hexer holen? Da hole ich mir dann entweder den Drachenpulsmagier oder den Drachengrubenmagier oder noch ein anderes Monster, was hier in dem Deck ist. Je nachdem, was ich am besten brauche. Deswegen ist der hier an der Starthand eigentlich ganz praktisch. Mit Dracudis zum Beispiel zusammen ist das ganz lustig, was man dann daraus machen kann. Ja, dann zum Künstler Shadow Akrobat Clown, der nicht ohne Grund auf 1 ist. Wenn ich ihn normal beschwören kann, dann darf ich mir einfach einen Künstlerkumpel, Magier, Pendelmonster oder buntäugig Monster vor meinem Deck in die Hand hinzufügen. Total praktisch, wenn ich, also den brauche ich unbedingt immer meistens auf der Starthand oder ich suche ihn halt mit Dracudis. Dann kann ich einfach meinen buntäugigen Pendeldrachen holen und dann suche ich mir weiter Karten und kann dadurch mein Deck verkleinern. Ist ganz lustig. Ja, dann noch Künstlerkumpel Trumpfhexe. Das ist ganz lustig, die Karte. Sie einfach so mal zu rufen als Normalbeschwörung. Dann darf ich sie nämlich, ich darf sie dann einfach opfern und darf mir dann eine Fusionskarte in die Hand holen. Nur eine normale Polymerisation. Ja, Vorkalskanone ist halt die andere Normalkarte, die ich mir hole, wenn ich nicht den Drachengrubenmagier unbedingt haben möchte. Ja, mit 2-2 ist der ganz in Ordnung. Sein Pendel-Effekt ist ganz in Ordnung. Ich darf dann am Ende des Zuges eine offene Zauber- oder Feindkarte auf dem Spielfeld wählen und dann zerstören. Das ist ganz lustig, aber seinen Effekt habe ich halt noch nie benutzt, weil ich ihn halt nie auf dem Pendelfeld habe. Ja, Künstlerkumpel Pendelzauberer ist ganz lustig. Sein Effekt ist halt, wenn ich ihn spezial beschworen habe, darf ich bis zu 2 Karten auf meinem, die ich kontrolliere, zerstören und dann darf ich an die Anzahl der zerstörten Karten Künstlerkumpel in die Hand nehmen. Das ist ganz lustig, wenn ich dann die Trumpfhexe oder den Shadow Akrobat Clown holen möchte, wenn ich die halt nicht auf der Hand habe. Aber dann muss ich ihn halt erst specialen. Deswegen, das ist dann meistens so, wenn ich nichts Wirkliches auf der Hand habe. Das ist ja ganz praktisch. Ja, er ist Unterweltler Exzentrik. Ich glaube, zu der Karte braucht man nichts sagen. Ihr Panel-Effekt ist geil.
Denn man kann sie einfach zerstören und dann darf ich eine Zauber- oder Fallenkarte auf dem Spielfeld wählen und darf sie dann zerstören. Effekt darf ich natürlich nur ein einziges Mal einsetzen. Und wenn ich sie auf dem Spielfeld habe, also im Kampfbereich, dann darf ich diese ebenfalls als Tribut einsetzen und ein Monster zerstören. Total praktisch, weil man das immer wieder einsetzen darf. Ja, dann kommen wir zu Wächter Eatos. Ja, Wächter Eatos ist ganz praktisch, wenn ich überhaupt keine Monster auf dem Friedhof habe, dann darf ich sie einfach spielen. Dann darf ich sie einfach Special Summon. Und das kommt ganz praktisch, wenn man sie im ersten Zug hört. Dann hat man einfach schon 2-5 Monster, ohne irgendwas gemacht zu haben. Und ja, am besten ist es natürlich in der Starthand. Da ich aber nur Monster, die auf dem Friedhof gelanden, kann ich sie eigentlich so ziemlich immer rufen. So, kurzen Cut. Was total klasse ist, immer wenn der Akku hier und der Speicherkapazität einfach zu hoch ist. Zu wenig ist jedenfalls. So, als nächstes kommt zweimal Aether, der böse ermächtigte Drache. Ja, der kommt total unerwartet. Wenn er nämlich genommen oder gespecialt wird, dann darf ich einfach mal ein Monster auf dem Spielfeld wählen und ich darf es verbannen. Das kommt total geil an. Das Problem ist aber nur, wenn man den hier auf der Starthand hat, beide, dann hat man so ziemlich verkackt, weil zweimal Platz zu haben, puh, das ist dann richtig blöd, wenn man dann auf den anderen vier die anderen vier Karten auf der Hand hat, nichts Gutes passiert. Ja, das Deck kann man hier im ersten Zug als auch im zweiten Zug sehr gut spielen, auch wenn der Gegner schon alles vorbereitet hat, kann man sich relativ gut zur Wehr setzen, deswegen, das zeige ich euch auch noch, wie man sich hier am besten zur Wehr setzen kann. Ja, eine Sky Iris, oder wie es zu Deutsch heißt, Immels Iris. Die Karte meint sich halt, weil man kann durch diese Karte irgendeine Karte von sich zerstören und darf dann ein buntäugiges Monster halt in die Hand nehmen. Das ist total praktisch und tut mir leid. Das ist dann ganz lustig, wenn ich dann den buntäugigen Drachen spiele, halt in der Pendelzone, aktiviere ich Sky Iris. Sky Iris sagt, ich zerstöre dich und hole mir dann einen weiteren buntäugigen Monster. So habe ich dann einfach einen zweiten buntäugigen Monster, den ich dann weiterhin wieder in die Pendelzone lege. Und so habe ich dann zwei Pendelmonster, weil meistens brauche ich nur einen einzigen Pendelmonster, halt einen Pendeldrache, um halt meine Strategie und meine Scales fertig zu haben. Weil meistens habe ich, wenn ich eine sehr gute Hand habe, dann habe ich Pendeldrache als auch Dragutis in der Hand. Und mit Sky Iris mache ich einfach nur mein Deck ein bisschen kleiner, um eine Karte, so dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich eine sehr gute Karte dann ziehe, ein bisschen höher ist. Oder halt die richtige. Und ja, es ist Mathematik, ich weiß. Ja, deswegen Sky Iris nur einmal. Ja, der Effekt ist auch ganz lustig. Solange man Magier, Künstlerkurve und Bond-Eugig Monster in der Pendelzone hat, dann können diese halt nicht als Ziel für Karteneffekte des Gegners gewählt werden. Das ist ganz lustig. So, dann Ermächtigung. Ermächtigung ist so ziemlich die Karte für das ermächtigte Deck. Es bekommen nicht nur Drache, Krieger und Hexemonster jeweils 300 ATK und Death, sondern ich kann einmal pro Spielzug eine Karte abwerfen und dann darf ich ein Monster mit ermächtigt in dem Namen, also ein ermächtigtes Kriegermonster, darf ich dann halt in die, darf ich dann speziell beschwören. Ja, das ist ganz lustig. Und das noch lustigere ist, was aber so gut wie nie zutrifft. Aber halt, falls mein Gegner es schafft, mir Monster auf den Friedhof zu legen, solange ich 4 Monster von Typ Krieger oder Hexer von meinem Friedhof habe, verbanne ich diese einfach mal und darf dann einen Aether, egal ob es der Böse oder der Gute ist, dann in die Hand holen. Das ist dann ganz lustig, wenn ich dem dann den allerletzten Schlag setzen möchte. Kommt aber selten, eher setze ich sie ein, um Dragutis zu holen. Ja, Pendelruf ist ebenfalls nur auf 1, weil sie zu mächtig ist. Ihr Effekt ist einfach eine Karte abwerfen und dann darf ich mir bis zu 2 Magier-Pendelmonster mit unterschiedlichem Namen vom Deck in die Hand hinzufügen. Und zusätzlich können halt die Magier für diesen Spielzug von keinen Effekten aufgelöst werden. Also das heißt, die können nicht zerstört werden. Das gilt leider dann aber auch für mich. Somit kann ich dann halt den Weißaugen-Magier nicht zerstören, weil sein Effekt sagt, nö, darfst du nicht. Deswegen muss ich, nachdem ich Pendelruf habe, meistens einen Zug warten. Außer ich finische den Gegner sofort, aber das trifft meistens nicht zu. Die Karte ist eher nur dafür da, dass das Deck ein bisschen kleiner wird und ich eine nutzlose Karte von der Hand auf den Friedhof lege.
Kommt auch nicht oft vor. So, Verstärkung für die Armee hole ich mir meistens Dragudis. Ist auch leider nicht nur auf 1, weil die zu gut ist. Schade eigentlich. Ja. Dann eine Allure, also Verlockung der Finsternis. Zwei Karten ziehen und dann ein Finsternismonster entfernen. Wahrscheinlich ist es euch aufgefallen, hier sind nicht allzu viele Finsternismonster. Deswegen ist die nicht allzu ganz gut. Aber wer möchte nicht zwei Karten ziehen? Ja, buntäugige Fusion. Ganz praktisch. Ich darf ein Fusionsmonster von Typ Drache als Fusionsbeschwörung von meinem Extra-Trick beschwören und darf dadurch Monster von der Hand oder Spielfeldseite als Fusionsmaterial benutzen. Sein zweiter Effekt ist noch geiler. Falls dein Gegner zwei oder mehr Monster kontrolliert und du keine Monster kontrolliert, kannst du auch bis zu zwei buntäugige Monster in deinem Extra-Deck als Fusionsmaterial verwenden. Das ist ganz lustig, die Karte. Und deutlich besser als die Fusionskarte, die ich ebenfalls da habe. Die Karte suche ich meistens mit der Trumpfhexe raus und mit der hier mache ich dann meistens ein schönes Game raus. Ich zeige euch gleich noch, welche Fusionsmods ich benutze. Kunst des Beschwörers, relativ eindeutig. Ich hole mir entweder den Drachengrubenmagier oder die Golgoth-Kanone da. Ein Darkhole, schwarzes Loch, logisch. Wenn mein Gegner Scheiße auf dem Feld hat, dann muss es weg. Ein MRT, selbsterklärend. Gemeinsam sind wir stark. Ja, die OTK-Karte schlechthin. Einfach mal das ausgerüstete Monster kriegt pro Monster 800 ATK. Wenn ich dann meinen Pendeldrachen das gebe, dann ist das Game totales Game. Keine Chance. Ja. Landformen, ja, ganz logisch. Entweder Ermächtigt oder Himmelsiris. Je nachdem, welche Karte ich gerade brauche. Jetzt kommen wir zum Fallen. Eine Mirror Force. Kommt ganz gut, aber meistens wird sie zerstört, weil die Gegner sich sowas denken. Jo, das ist eine Mirror Force. Ja, reißender Tribut. Ja, die habe ich leider im letzten Turnier leider nicht einsetzen können. Somit hätte ich dann wahrscheinlich die dritte Runde auch für mich entscheiden können. Somit hätte ich dann die Gegner schön auseinandernehmen können. Leider musste ich wegen einem Timeout dann aufhören. Ja. Angst ein Janges Gebrüll, damit mein Gegner nicht angreifen kann. Und wenn mein Gegner Pendel spielt oder andere mächtige Karten, gibt es erstmal schön eine ernste Warnung. So, das war mein normales Deck. Dann kommen wir jetzt mal zu meinem Extra-Deck. Okay. Bisschen managen. So. Ja, mein Extra-Deck besteht aus dem runäugigen Pendeldrachen. Ja, man kann ihn halt mit einem buntäugigen Pendeldrachen und einem Monster von Typ Hexe machen, das kriege ich relativ häufig hin. Und sein Effekt ist halt, es wird angesehen gehabt, welche Stufe der Hexe hat. Wenn er Stufe 4 oder niedriger hat, dann kann dieses Monster zweimal angreifen, also halt nur gegen Monster, es kann nicht so zweimal angreifen, sonst wäre das richtig OTK. Und wenn das Monster Stufe 5 oder höher hat, dann darf dieses Monster 3 Monster angreifen. Das ist total praktisch. Setze ich aber sehr selten ein, weil es halt nicht oft der Fall ist. Ja, dann spiele ich eher die bessere Karte, finde ich, rein. Zweimal buntäugiger Wirbeldrache. Ja, total praktisch. Ein buntäugiges Monster und ein Pendelmonster. Das ist scheißegal, welches rufe. Also welches Monster ich hole, das ist meistens dann Dracudis oder irgendein anderes Monster. Ich opfere auch sehr gerne meine Magiermonster, weil ich halt den runäugigen Pendeldrache in der Situation nicht brauche. Ja, Wirbeldrache spiele ich eigentlich nur, wenn ich davon ausgehe, dass mein Gegner Raigeki oder eine verdeckte Karte hat, die richtig scheiße ist. Oder halt davon ausgehe, dass er im nächsten Zug meine Monster zerstören möchte. Dann darf ich einfach durch seinen Effekt ein Monster in meinem Extra-Deck, das dann meistens voll ist, ja, dann darf ich dann einfach mal den Effekt annullieren und dadurch das Monster, was ich im Extra-Deck habe, ins Deck mischen. Meistens ist es die Trumpfhexe oder irgendeine schwächere Karte, die ich sowieso nicht mehr brauchen werde. Dadurch kriege ich natürlich wieder mehr Karten ins Deck, was nicht so ganz praktisch ist. Aber dadurch ist meistens E-Game, weil der Gegner dann darauf nichts mehr machen kann. Weil meistens verschießt er sein Pulver, indem er nur eine einzige Karte aktiviert. Jedenfalls war es bei mir so. Ja, Nummer 20 Giga Brillant habe ich noch nie gespielt. Ich habe auch nur exakt drei Monster, nutze exakt zwei Monster mit drei Sternen als Notfalllösung.
Sein Effekt ist ganz lustig. Alle offenen Monster, die ich kontrolliere, kriegen 300 ATK, wenn ich ein Exis-Material ablege. Das gleiche Grenosaurus. Der ist nur lustig, wenn ich ein Monster zerstöre. Darf ich ein Exis-Material ablegen und 1000 Schaden geben. Das ist ganz lustig, wenn mein Gegner noch 1000 hat. Dann ist das sowas vom Game. Aber halt auch super selten. Ja, jetzt kommen wir zu einer besseren Karte, nämlich Matches Spaßvogel Paladin der aufsteigenden Drago-Zwinger. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ja, der ist ganz cool. Zwei Pendelmonster der Stufe 4. Ja, durch seinen Effekt ist ganz lustig. Sobald ich einen Exis beschworen hat, darf ich am Ende meines Zuges ein Pendelmonster halt von meinem Deck in die Hand holen, da ist es scheißegal, welches ich hole. Meistens hole ich Aether, halt um alles klar zu machen. Kam aber leider selten in dem Turnier, in dem letzten. Und seinen zweiten Effekt aktiviere ich eigentlich nie, weil ich keinen Monster davon habe. Denn ich muss ein Material ablegen und dann darf ich ein offenes Drago-Bär-Zwinger-Pendelmonster als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck. Es kann natürlich in dem Zug nicht als... Ja, es kann halt nicht für ein Exis-Material benutzt werden. Überhaupt nicht, okay, gut. Benutze ich halt nicht. Ich habe mal einen Drago-Zwinger drin gehabt, aber die Taktik hat echt gar nicht, war nie zustande gekommen. Ja, zwei finstere Rebellionsdrachen. Der kommt halt ziemlich genial an. Den spiele ich, habe ich auch in einem Duell zweimal gespielt. Hat dann auch wirklich alles klar gemacht. Nee, jetzt nicht, es waren gegen die Züge. Da hat er den einen Effekt annulliert und der andere war eigentlich sinnlos, weil der Zug damit 3-1 dauerhaft geschützt ist in dem Zug, dann war der zweite eigentlich sinnfrei. Ja, sein Effekt ist einfach ganz cool. Zwei Monster der Stufe 4, da ist es jetzt eben kein Pendelmonster der Fall. Und wenn ich dann zwei Materiale ablege, dann darf ich ein offenes Monster wählen, das mein Gegner kontrolliert. Und dadurch verliert das Monster einfach mal die Hälfte seiner ATK und er hier bekommt dazu. In Kombination mit dem Pendeldrachen ist das dann ganz lustig. Dann mache ich dann meistens Game raus. Deswegen habe ich den zweimal, ich hatte den davor dreimal drin, aber dann hatte ich halt den Matches Spaßvogel bekommen und dann habe ich den lieber genommen, weil dadurch kriege ich halt ein schönes Monster. Dann Nummer 59, der gebeugte Koch. Im Grunde habe ich noch nie gespielt. Also im Online- In UQ Pro habe ich ihn einmal gespielt, das war es dann aber auch schon. Sein Effekt ist ganz lustig, ich kann Exis-Material ablegen, zerstöre alle Karten von mir und dadurch kriegt er nochmal ATK pro zerstörte Karte und ist dann durch alle Karteneffekte geschützt, das heißt, er kann nicht zerstört durch irgendwas werden. Ja, ist ganz lustig, aber halt immer alles zerstören ist nicht so cool. Ja, noch nur Utopia, auch selbsterklärend. Chronomales Atlantis, auch relativ erklärend. Den spiele ich dann meistens nur, wenn ich die zwei Äther habe oder halt zum finalen Schlag ausgleichen möchte. Eigentlich sinnfrei die Karte. Und halt ein buntäugiger Absolutstrache. Der ist ganz praktisch, denn zweimal ist der Stufe 7. Das wären dann meistens entweder der Drachengrubenmagier oder der buntäugige Pendeldrache. Ihn mache ich gerne in Kombination mit Cyanka Magier, um halt dann den buntäugigen Rebellionsdrachen zu spielen. Ja, dann ist nämlich sofort Game, wenn ich den auf dem Feld habe. Und er hier ist ganz praktisch, wenn er nämlich auf den Friedhof kommt, dann darf ich einfach mal, egal was, ein buntäugiges Monster als Spezialbeschwörung von meinem Extra-Deck spielen. Das heißt, ich darf selbst die Fusion spielen. Das heißt, ich darf selbst diesen Wirbeldrachen rufen, das ist dann ganz lustig und wenn er mal auf den Friedhof gelangt halt, ne? Wenn er dadurch halt zerstört wird, heißt das, glaube ich, oder? Nee, wenn er auf den Friedhof gelegt wird, das ist dann ganz praktisch, aber meistens muss er dann erst zerstört werden. Ja, und sein Material, er hat auch noch einen geilen Effekt, indem er einfach mal ein Exis-Material ablegt, dann kann ich erstmal den Angriff annullieren und dann darf ich ein buntäugiges Monster dann speziell beschwören von einem Hand oder vom Friedhof. Selbstverständlich vom Friedhof dann, weil ich lege ja meistens dann einen Pendeldrachen ein, um den hier zu rufen. Ja, das war jetzt mein Extra-Deck. So, jetzt kommen wir noch kurz zu meinem Side-Deck, das jetzt noch nicht regulär ist. Ja, Ventre, der kann einfach direkt angreifen. Hat mir einmal gegen Red Ace richtig geholfen.
Künstlerkumpel, ja, Robbenaal, kann einfach mal den Effekt annullieren von einem Marshmallow, den habe ich noch nie reingelegt, aber ganz lustig, weil er nicht zerstört werden kann und wenn er aufgedeckt wird, gibt es erstmal Tausender. Fantastisches Pendel ist ganz lustig, wenn ich mal keine Karten in der Pendelzone habe, dann darf ich mir zwei offene Magier vom Angsterdeck in die Hand holen. Hier ist das andersrum, dann darf ich einfach mal zwei Monster im Friedhof wählen. Solange ich halt zwei Monster in der Pendelzone habe, dann kann ich halt das Monster wiederholen. Spiele ich nie. Verbergende Schwerter, ist selbsterklärend. Nächtlicher Strahl, Gesetzekarte zerstören, Zwangsverkurierung, finstere Bestechung, Kreis der Magier, weil ich viele Hexer im Deck habe. Noch eine zweite Mirror Frost, ein magischer Zylinder, Justice zerbrechen, wenn ich eine scheiß Hand habe und halt nur den Drachenpuls oder Drachengum oder die Vorkaltskanone habe. Schlimmes Desaster, selbsterklärend, königlicher Erlass für antimagischer Duft kommt sehr gut oder halt was andere Fallenkarten sich verhindern, dass ich Pendel spielen kann. Und halt schwarzglänzender Soldat, Sandheit des Anfangs, nur wenn mein Gegner Karten mit 3000 ATK oder mehr spielen. Ja, das war so ziemlich mein Deck, was ich spiele. Das ist mein Hauptdeck gewesen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Verbesserungsvorschläge könnt ihr mir natürlich senden, schreiben, wenn ihr möchtet. Ja, ich habe so eine scheiß Glasfolie, die ist ganz praktisch, weil da mehrere Karten reinpassen. Da muss ich das nicht extra alles mit, ja, muss ich nicht alles mit extra Folien machen, weil ich relativ folienarm bin. Das sind so die einzigen Folien, die ich habe. Ja, das war mein Deck. Wie hat es euch gefallen? Verbesserungsvorschläge, wie gesagt, dürft ihr gerne reinschreiben. Ich habe natürlich schon sehr viele Verbesserungsvorschläge für dieses Deck bekommen. Sehr viel Kritik natürlich, weil es halt nicht das OTK Super Perfect Deck ist oder halt nicht das Meta ist. Naja, das war mal ein anderes Video von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns in meinen Let's Plays Videos wieder oder halt zu anderen Videos, die ich noch machen werde. So, das war's von mir. Bis dann und haut raus. Ciao.